Der Görlitzer Park in Berlin ist ja seit Jahren immer mal wieder in die Negativschlagzeilen. Es geht um Drogenhandel, auch um Gewalt. Mehrere Versuche, diesen Park im Berliner Bezirk Kreuzberg zu entkriminalisieren, die scheiterten. Nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung Ende Juni lädt jetzt der Berliner Bürgermeister Kai Wegner zum Sicherheitsgipfel und er verspricht eine härtere Gangart. Wie genau die aber aussehen sollen, darüber herrscht Uneinigkeit innerhalb der Berliner GroKo. Es ist ein Verbrechen, das das Fass im Görlitzer Park endgültig zum Überlaufen bringt. Im Juni wird hier eine junge Frau von einer Männergruppe mutmaßlich vergewaltigt. Ihr Begleiter muss zusehen. Es ist eine neue Dimension der Gewalt. Eigentlich war der Drogenhandel afrikanischer Dealer bislang das größte Problem. 2022 kommt es rund um den Görlitzer Park zu fast 1600 Straftaten. Fast so viele wie in allen anderen Berliner Parks zusammen. Ich habe selbst Probleme mit meinem Hund. Mein Hund ist nicht gerade klein und er kann auch was ausrichten notfalls. Und trotzdem gehe ich nachts nicht mehr durch den Park. Ich habe viel zu viel Angst, dass mir mein Hund abstechen oder so. Ja? Der regierende Bürgermeister Kai Wegner will das jetzt ändern und lädt zum Sicherheitsgipfel. Seine CDU plädiert für die Schließung des Parks über Nacht, mehr Polizei vor Ort und zusätzliche Kameras. Sie will aus dem ehemaligen Bahnhofsgelände einen Musterpark machen. Die mitregierende SPD sieht eine flächendeckende Kameraüberwachung skeptisch, ist aber offen für die Abschiebung häufig überführter und verurteilter Drogenhändler. Zum Sicherheitsgipfel eingeladen sind auch Kommunalpolitiker der Grünen. Sie regieren den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und fordern in erster Linie mehr Geld für Sozialarbeiter. Die Anwohner bleiben skeptisch. Wenn der Park jetzt wirklich komplett abgeschottet werden würde, wird sich das Problem einfach nur verlagern und dann wahrscheinlich in die Straßen reingehen. Also bisher haben die sehr viel ausprobiert, verschiedene Sachen, und bisher hat noch nichts gebracht. Nee, zumachen ist wie Zensur. Das ändert das Problem nicht, verschiebt es nur. Das ist viel geiler, Problem zu lösen. Bislang haben weder Toleranz noch Härte geholfen, den Görlitzer Park zu befrieden. Bis hier auch Familien wieder unbeschwert ihre Freizeit verbringen können, wird es wohl noch dauern. Und Charlotte Allier, die ist für uns vor dem Roten Rathaus in Berlin, wo das Ganze stattfinden wird. Charlotte, nun ist das ja nun wirklich nicht der erste Versuch, dass man Ruhe in diesen Park auch bringen möchte. Wegner, der sagt, wichtig sei dabei ein Mix aus Repression und Prävention. Was genau können wir uns darunter vorstellen? Ja, Repression, das bedeutet eben, dass man hier wirklich mal anpacken muss, dass man wirklich gegen die Drogen, den Drogenhandel vorgehen muss, aber dass eben es nicht ausreicht, nur mit Einzelmaßnahmen gegen die aktuelle Situation vorzugehen, indem man den Park über Nacht schließt oder einen Zaun darum macht, denn auch dann ist ja immer noch die Drogen und der Drogenhandel dort im Park. Das heißt, man muss gleichzeitig präventiv dagegen vorgehen, dass sich dieses Szenario jetzt nicht in Zukunft wiederholt. Und da gibt es verschiedene Ideen, wie wir auch eben schon im Beitrag gehört haben. Gestern haben auch noch mal die grünen Bezirksbürgermeister verschiedene Pläne vorgestellt, die gezielt darauf sich konzentrieren, den Drogenabhängigen zu helfen. Das heißt, dass man die Drogenkonsumräume ausbaut, dass man Stellen schafft, wo sich diese Menschen Hilfe holen können, dass man mehr Sozialarbeiter engagiert, dass man gleichzeitig die Polizeistreifen hochfährt, sodass auch im umliegenden Gebiet die Situation sich verbessert. Das alles kostet aber Geld. Die Bezirksbürgermeisterinnen sprechen davon 30 Millionen Euro einmalig und dann noch mal 9 Millionen Euro jährlich, um dann das in Zukunft auch fortsetzen zu können. Und dieses Geld, das muss natürlich irgendwo herkommen. Auch darüber muss heute hier beim Sicherheitsgipfel gesprochen werden.